Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 9. Wir befinden uns im Hexagon und sollen nach Hilda suchen, die sich hier anscheinend verirrt hat. Ich glaube, dass sie hinter dieser Tür sein muss, denn viel tiefer kann sie nicht mehr gehen. Okay, anscheinend doch noch nicht, aber... Alter, wie viele Truhen hier sind. Krass. Ein Geschicksamen. Das ist ein Item, mit dem wir unser Geschick erhöhen können. Wir können ihn benutzen, um unser Geschick zu erhöhen. Das machen wir auch. Es steigt um 2. Das ist quasi wie ein Protein oder so, wie bei Pokémon. Nur ein bisschen... Da ist sie schon. Das sieht mir nach einer Falle aus. Oh, was? Ich hätte nicht erwartet, hier unten jemanden zu treffen. Sind Sie Hilda? Hey, Süßer, ihr seid nicht zufällig ein Held und könnt etwas von diesem Geröll wegräumen, oder? Ich bin zwar nicht schwer verletzt oder so, aber ich hänge hier fest. Und ich will lieber nicht mehr hier sein, wenn dieses Monster wiederkommt. Was? Welches Monster? Natürlich, schnell! Felsen wegräumen. Oh nein, da ist es wieder! What the fuck ist das denn? Ich habe auf der Flucht vor dem Typen nicht aufgepasst und wurde hier eingeklemmt. Vorsicht, Süßer! Ich werde euch beschützen, my lady. Ach du Scheiße, der erste... Der Hexagoblin, der erste Bosskampf. Beäugt die Gruppe abschätzig. So, wir probieren einen Drachenhieb. Macht 11 Schaden, schon mal sehr gut. Alter, der haut auch rein. Und ein normaler Angriff? Macht 10 Schaden. Ja gut, das ist jetzt kaum Unterschied. Er lässt einen Haufen Schutt vom Himmel heilen. Oh, das macht Damage. Wir nutzen das Heilkraut. Super. Ja, ein kleiner Tipp an alle, die das Spiel spielen. Ihr solltet nicht unter Level 5 herkommen, weil der Typ hat jede Menge Leben. Also, ich glaube, 70 Leben oder so. Das ist schon viel. Ah, der Drachenhieb kostet keine MP. Sehr gut. Ach du Schande. Macht aber gut Schaden, du. Stirb doch mal, du Viech! Ja, der lässt immer nur Schutt vom Himmel runterhageln. Wir müssen aufpassen, dass der kein Crit landet, weil sonst sind wir tot. Drachenhieb! Boah, stirb doch endlich! Alter! Okay, sein direkter Angriff macht am meisten Schaden. Wir können uns aber auch heilen. Bringt genauso wie Heilkraut. Alter. Drachenhieb! Putz! Stirb endlich! Alter, macht der Schaden! Richtig krasser Boss. Gut, dass wir das Schild gefunden haben. Das hat uns ein bisschen Abwehr gegeben. Und das Schwert muss man sich kaufen, weil sonst hast du echt null Schnitte mit dem Kupferschwert. Ja, er ist tot. Wenn der Bildschirm so weiß wird, dann ist er tot. Genau. Alter, 175 Erfahrungspunkte. Stufe 7. Werteverbesserung. Und wir haben jetzt diesmal keine Talentpunkte bekommen, aber wir haben ja noch Talentpunkte übrig. Das fragt uns nach jedem Level, ob wir die verweilen wollen. Das machen wir jetzt mal nicht. 100 Goldmünzen und eine magische Tierhaut. Ihr seid aber stärker, als ihr aussieht. Danke für die Rettung, das war wirklich ganz lieb von euch. Ich habe es in dem ganzen Tumult mittlerweile auch geschafft, mich selbst zu befreien. Ja, ich... Sorry. Also lasst uns hier verschwinden. Macht nicht besonders viel Spaß, von Monstern angegriffen zu werden. Ja, das stimmt. Oh, endlich sind wir wohl in Sicherheit. Diese dunklen Ruinen sind wirklich nichts für mich. Ich bin übrigens Hilda. Ich betreibe die Herberge drüben in Stensburg. Und wer seid ihr? Das gibt's doch nicht. Ihr seid aus Engelsfälle? Das erinnert mich an etwas. Ich muss sofort nach Engelsfälle aufbrechen. Also bis bald, Süße. Und vielen lieben Dank für die Hilfe. Ha! Alles klar, die steht auf uns. Beziehungsweise die flirtet mit uns, also... Wir sind ja auch ein Süßer, muss man schon sagen. Ladies da draußen. Ich bin zu haben. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt den Weg zurückzulaufen. Deswegen nutzen wir mal den geilen Chimärenflügel und fliegen nach Engelsfälle. Ist quasi wie fliegen in Pokémon. Nur, dass wir nicht im Pokémon Center auftauchen, sondern eben vor der Stadt. Wir werden das Spiel erstmal speichern. Oder was auch immer seid, aber ihr steht unter Schutz des Allmächtigen. Alle Wesen sind Kinder des Allmächtigen. Ja, wir können auch Weissagen. Damit sagt er, wie viel Erfahrungspunkte wir noch brauchen. Bis zum nächsten Level, 152.
wir speichern mal. Das kostet uns zum Glück nichts. Genauso wie Weissagen. Wiederauferstehung, Läuterung und Segen kostet Geld. Vor allem Wiederauferstehen kostet mehr Geld, je öfter man stirbt und je höher das Level ist. Ja. Also wenn ihr Level 100 seid, nicht sterben, das kostet massig Geld. Außer ihr habt halt jemanden, der euch selber wiederbeleben kann. Ja, wir sind hier in der Herberge. Hilda hat Thekla gefunden. Ja, das ist Herberts Haus. Er war ganz einfach der Beste, der perfekte Gastgeber. Ich scheine meinen Vater gekannt zu haben. Oder müsste Hilda sein? Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, als ich hörte, dass eine Frau namens Hilda auf ihrem Weg hierher verschwunden sei. Ja, das bin ich. Du hast dir Sorgen gemacht? Nett. Und mein Name erinnert sich auch noch. Dabei warst du noch so klein. Also, wo ist denn der gute alte Herbert? Tja, ich hatte mir schon gedacht, dass ihr gekommen seid, um ihn zu sehen, aber er ist leider von uns gegangen. Vor 2 Jahren. Was? Von uns gegangen? Du meinst, er ist gestorben? Leider, ja. Oh, das mag ich gar nicht glauben. Dann ist der Herr der Herbergen, also... Aber seht ihn jetzt aus meiner guten alten Herberge. Wenn ihr Herbert nicht mehr lebt, führst du die Brüder also ganz alleine, oder? Tja, stimmt. Nicht als groß, dafür aber umso gemütlicher. Die Leute fühlen sich hier wahrscheinlich wohler als zu Hause. Sehr freundlich, ich versuche das Andenken meines Vaters zu ehren und führe die Herberge in seinem Sinne weiter. Hey, nichts anderes hätte ich auch von der Tochter des Herrn der Herbergen erwartet, Süße. Aber was heißt denn eigentlich Herr der Herbergen? Hey, du hattest nicht zufällig Lust, eine Herberge in Stinsburg zu führen, oder? Hm? Wie bitte? Erstmal überfordern. Damals, als mein Vater noch in Stinsburg war, habe ich ihn die Leute also den Herr der Herbergen genannt. Aber ganz genau, Süße, denn er war der Beste von allen, der Aufsteiger unter den Absteiger. Absteigen, ja, okay, alles klar. Er war damals noch ein junger Mann, aber er hat seine eigene Herberge aufgebaut und all seine Konkurrenten übertroffen. Wirklich? Das kann ich mir gar nicht von ihm vorstellen. Er kam mir nie sehr abenteuerlustig vor. Er schien glücklich damit, eine kleine Herberge zu führen und mit mir hier zu leben. Tja, das ist das Komische. Warum hat sich Herbert bloß in einem so kleinen Kaff wie diesen hier zurückgezogen? Aber das ist Schnee von gestern. Auf jeden Fall steckt seine alte Herberge in Zinsburg jetzt in großen Schwierigkeiten. Wir hatten immer gehofft, dass der Herr der Herbergen zurückkommen und den Laden wieder in Schwung bringen würde. Ist doch nicht zu glauben, dass er schon vor 2 Jahren gestorben ist. Tut mir leid, Süße. Schon gut, tut mir auch leid, dass ihr den ganzen Weg hier umsonst gekommen seid. Das macht gar nichts. Dafür dürfte dich ja wiedersehen. Also kommst du mit mir zurück nach Stinsburg? Ja, das ist, glaube ich, unmöglich. Ich habe hier schließlich alle Hände voll zu tun. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass mein Vater eine Würzlegende war. Nicht vorstellen? Das ist Nicht vorstellen? Das ist eisenharte Fakten, Süße. Das sind eisenharte Fakten. Und ich sehe genau, dass du ganz nach ihnen kommst. Ich habe nämlich ein Gespür für Talente. Oh je, jetzt ist aber spät geworden. Ich muss das Abendessen vorbereiten. Bitte entschuldigt mich. Und bitte versteht, ich kann nicht mit nach Stinsburg kommen. Also versucht nicht, mich zu überreden. Du bist aber hartnäckig. Wie? Keine Sorge, Süße. Du wirst schon bald anders denken. Hey, wusste ich doch, dass ihr euch kennt. Ihr seid der Typ, der mich in den Ruin gerettet hat, oder? Vielen Dank nochmal. Aber sag mal, Süße, könnt ihr mir nicht noch einen Gefallen tun und mit Thekla sprechen? Sie hat viel zu viel Talent, um hier zu bleiben. Es war eine große Chance für sie. Das machen wir doch gerne. Aber Thekla... scheint ein bisschen... Oh, hey Oskar. Ich habe gerade Thekla getroffen. Sie hat sich wirklich seltsam benommen. Ich frage mich, was mit ihr los ist. Was? Diese Hilda will sie abwerben? Aber Thekla würde doch niemals hier weggehen und Stinsburg leben wollen. Naja... es ist vielleicht besser für sie. Sie kann das halt wirklich gut mit dem Herbergen. Herbergen. Beherbergen. Ah! Mann, habt ihr mich erschreckt? Macht das nicht nochmal, hört ihr? Moment mal. Ihr könnt mich sehen? Ich bin doch tot! Schon merksam hatte ich das Gefühl, dass ihr mich sehen konntet. Ihr habt wirklich bemerkenswerte Fähigkeiten. Oh, ich habe mir noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Theklas Vater, Herbert. Sie sind Herbert? Nach meinem plötzlichen Tod vor 2 Jahren ist es mir leider noch nicht gelungen, das Reich der Sterblichen zu verlassen. Und wer seid ihr? Ah, Adrian, ist das wirklich wahr? Aber Adrian, ist das nicht... Seid ihr etwa der Hüter des Dorfes? Hey, einen Moment mal! Putz! Lol! Die Fee! Sie hat voll die coole Musik übrigens. Hey, du stehst mir im Weg, verflippt! Auch wenn ihr dürr wie eine Erbsenstange seid... Erbsenstange... Nochmal. Auch wenn ich dürr wie eine Erbsenstange bin, ein wenig Manövrierraum brauche ich. Egal, ist schon vergeblich und vergesslich.
Alter, der Mann, was hast du gerade für einen Schwachfug erzählt? Alter, wie die redet. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du hast doch was von Himmlischen gesagt, aber diese komische Bade passt ja wohl nicht ins Gemälde, oder? Kein Glorienschein und keine Flügel, das ist doch wohl das Mindeste, was man von einem Himmlischen erwarten darf, oder? Da könntest du recht haben, aber wer oder was bist du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ha, das würdest du wohl gern wissen. Wie? Nun, da stell ich mich eben vor. Also, ich bin Stella, die Sternseher der Steuerfrau des himmelstürmenden Sternenexpresses. Tada! Ja, natürlich kriegen wir eine Navi an unsere Seite. Aha. Und jetzt bist du dran, also halt mit der Wahrheit nicht hinter dem Hügel und sag uns, wer du wirklich bist. Du siehst aus wie ein Sterblicher, warum kannst du dann den Sternexpress und Geist wie den Kerl dort sehen? Du bist während des Erdbeams vom Observatorium runtergestürzt? Und dann bist du ohne Glorienschein und Flügel in diesem Dorf wieder zu dir gekommen? Klingt nach meinem Geschmack ein bisschen wie Seemannszwirn. Du kannst Geistern so sehen, hast aber deinen Glorienschein und die Flügel verloren. Das passt doch nicht zusammen. Ah, jetzt habe ich's. Um zu beweisen, dass du ein Himmlischer bist, könntest du deine Seele in den Himmel schicken? Du hast ja nichts zu verlieren und dieser Kerl hier scheint ja nur einen Schubs in die richtige Richtung zu benötigen. Das klingt gemein. Moment mal, sprecht ihr von mir? Also so schlecht geht's mir ja gar nicht. Lass mich raten, ihr seid nur deshalb ein Geist, weil euch noch ein paar dringende Dinge auf den Nagellack brennen, ja? Also gut, dann hilft diesem Spukoper hier sein Geschäft zu verrichten und schick ihn dann auf die Reise. Dann kaufe ich dir auch ab, dass du ein Himmlischer bist und nehme dich mit dem Sternensprech zum Observatorium mit. Das ist doch wohl nur fair, oder? Also bleibe ich so lange bei dir, bis der Job erledigt ist. Nein, wir haben eine Navi. Ach ja, und ich sollte dich vielleicht noch daran warnen, dass ich mich eifrig Notizen machen werde, wenn wir zusammen auf Achse sind. Drücke einfach den X-Knopf und wähle dann Kampfarchiv oder drücke Select, um dir selber ein Bild zu machen. Schau bei Gelegenheit mal rein. Ach was, du musst einfach reingehen, sonst steige ich dir gewaltig auf den Dachboden. Naja, also, Herbert, wo waren wir? Das alles finde ich immer noch verwirrend, aber natürlich weiß ich eure Hilfe zu würdigen. Ich frage mich, wie ich angelegt, mich davon abholen, in den Himmel kommen zu dürfen. Was könnte das sein? Vielleicht hat das mit dem Ding zu tun, das ich hinter der Herberge vergraben habe. Looten! Looten! Jo. Und im Busch scheint ein fester Gegenstand vergraben sein. Oh! Was ist das denn? Eine Goldtrophäe, darauf steht... Von SKH König Bartus, verliehen an Herbert für herausragende Herbertsleistungen. Ich habe ein Herbie bekommen. Was? Ja gut, Oscar können sie es ja nicht nennen. Es gibt ja schon einen Oscar hier. Das wäre dumm. Ja, Leonardo? DiCaprio? Wo bist du? Ich habe hier einen Oscar für dich. Verarscht! Das ist nur ein Herbie. Klar, die Trophäe, ach du meine Güte, das ist ja wirklich lange her. Ich habe sie versteckt, als ich nach Engelsfälle zurückgekehrt bin. Ich wollte nicht, dass Tegler davon erfährt und ich wollte nicht für den Rest meines Lebens an Stinsburg erinnert werden. Hm. Okay. Geben wir sie doch mal, würde ich meinen. Was gibt's denn da drin? Was für eine Trophäe habt ihr denn da? Für herausragende Herbertsleute. Vom König von Stinsburg? An meinen Vater? Das ist kaum zu fassen. Dann stimmt Hildas Geschichte ja. Aber ich kapiere das nicht. Wieso hat Vater alles aufgegeben, um sich in diesem Kaff Engelsfälle niederzulassen? Was hat er sich nur dabei gedacht? Vielleicht könnte ich ja etwas zur Aufklärung beitragen. Opa! Ich musste Herbert versprechen, dass es ein Geheimnis bleibt. Aber nach all den Jahren ist das jetzt wohl auch egal. Liebe Tegla, kannst du dich noch daran erinnern, wie krank du als Kind immer warst? Bei deiner armen Mutter war es auch so. Normalerweise wärst du immer kränker geworden, je älter du geworden wärst. Und irgendwann wärst du gestorben. Dieses Schicksal hat auch deine Mutter schon in jungen Jahren ereilt. Aber ich bin kerngesund. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, krank gewesen zu sein. Und das kommt davon, dass du mit deinem mit dem besonderen Wasser der Wasserfälle dieses Dorfes aufgewachsen bist. Das Wasser von Engelsfälle ist berühmt für seine gesunde und heilende Wirkung. Du meinst also, dass Papa meinetwegen seine Herberge in Stinsburg aufgegeben hat und hierher gezogen ist? Ganz genau. Seine Tochter zu retten war ihm wichtiger als seine Ambitionen.
Aber das ist ja furchtbar. Ich stand also den Träumen meines Vaters im Weg. Er wusste, dass du so denken würdest und darum sollte es ein Geheimnis bleiben. Aber jetzt bist du alt genug, um die Wahrheit zu erfahren. Ja, jetzt weiß ich zumindest, warum er manchmal diesen wehmütigen Blick hatte. Jetzt wird mir alles klar, er hat es nur für mich getan. Tja, Adrian, sieht so aus, als würde ich nach Sinsbrook gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich Hilda eine große Hilfe sein kann, aber ich muss es zumindest mal versuchen. Ich muss kurz was trinken, liebe Freunde. Ich schneide das jetzt einfach raus. Gutes, dunkles Getränk von der Coca-Cola Company. Okay, Bist du da, Opilein? Ja, bin ich und ich habe alles gehört. Ich kann gar nicht glauben, dass Thekla sozusagen mein Erbe antritt. Sie ist wirklich erwachsen geworden. Jetzt brauche ich nichts mehr. Ich weiß, dass sie es schaffen wird. Ich muss nicht mehr auf sie aufpassen. Und jetzt kann ich wohl endlich von hier fortgehen. Ich danke euch vielmals, ehrenwerter Hüter. Und weg ist er. Das ist wirklich geschafft. Jetzt habe ich keinen Zweifel mehr daran, dass du ein Himmlischer bist. Naja, versprochen ist versprochen. Ich werde dich mit zurück zum Observatorium nehmen. Heute ist ein Glückstag. Immer sachte mit den jungen Eseln. Sollst du nicht dieses Benefizit in Beschlag nehmen? Och nein, wir können nicht mal das sehen. Du kannst es doch für Flip nochmal sehen, oder? Sag bloß, du kannst dein Benefizit-Kristall mehr sehen. Jetzt bin ich verwirrt. Bist du ein echter Himmlischer oder bindest du mir nur ein Biber auf? Och man. Ein paar Tage später sind die Felsen fortgerannt und der Bergpass ist wieder passiert. Ja! Für Thekla kommt nun die Zeit, nach Sinsbrook aufzubrechen. Ich werde dich vermissen, Opa. Pass bitte gut auf dich auf, ja? Du auf dich. Es ist nicht einfach, in einem neuen Stadt von vorne anzufangen. Also arbeite nicht zu viel. Ich weiß, dass ihr euch um euer kleines Mädchen sorgt, aber ihr könnt beruhigt sein, denn ich werde auf sie aufpassen. Sehr freundlich von euch, Hilda, dass ihr mich alten Mann beruhigen möchtet. Oscar, kann ich dich mal sprechen? Was willst du denn besprechen? Du gehst vor, es kann ich dir doch egal sein. Ich wollte nur fragen, ob du vielleicht die Herberge für mich übernehmen willst. Ich bringe es nicht fertig, sie zu schließen. Aber du wirst sie doch weiterführen, oder? Kann ich mich auf dich verlassen? Geht in Ordnung, aber nur damit ich eine Arbeit habe und mich mein Vater endlich in Ruhe lässt. Also nicht deinetwegen oder so. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass ich so viel Erfolg haben werde, dass ich dich ins Dienstburg übertreffe. Dann also viel Glück, aber ich werde sicher nicht zulassen, dass du mich überhumst. Nicht? Dann liegen wir jetzt wohl im Wettstreit. Adrian, ich kann dich gar nicht genug danken. Das war wirklich unglaublich, wie ihr die Trophäe meines Vaters gefunden habt. Sie hat geradezu ein Rätsel. Würde mich nicht wundern, wenn ihr tatsächlich der Hüter unseres Dorfes wärt. Ich und meine wilde Fantasie. Aber ich denke, ihr werdet jetzt in eure Heimatstadt zurückkehren, oder? Wenn ihr dabei durch Sinsburg kommen solltet, müsst ihr mich unbedingt mal besuchen, ja? Aber ich muss jetzt wirklich los. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Und danke für alles. Und wir müssen jetzt auch langsam die Hufe schwingen. Du weißt wohl noch, wo der Sternexpress ist. Ja. Yep. Schau nicht so verflippt selbstzufrieden rein. Kann man ja wohl auch kaum vergessen, oder? Also auf zum Pass. Die ist so eingebildet. Ach, Mann. Wir werden jetzt erstmal unser Geld ausgeben, ja? Das können wir uns jetzt erstmal gönnen hier. Wir haben richtig viel Money bekommen. Wie viel haben wir denn? Boah, 580, krass. Und wir kaufen uns erstmal richtig krass ein. Liederschild. Ach so, ist eh schon der beste Schild. Cool. Ich will mir extra kein hässliches Kopftuch tragen. Reisegewand, Lederhahn. Lederharnisch können wir uns gönnen. Lederharnisch können wir uns. Ja, rüsten wir uns gleich mal damit aus. Sehen wir zwar gar nicht mal so geil aus da drin. Handschuhe, Unterwäsche. Lederschuhe kaufen wir uns, glaube ich, auch noch. So. Und dann kaufen wir uns noch einen Chimärenflügel. Zwei Stück. Und... Oh, ja. Ich würde sagen, Heilkräuter kaufen wir uns auch noch. So. Und das war's dann eigentlich. Mehr brauchen wir nicht. Wir können jetzt noch unsere Sachen verkaufen.
Und zwar den Federfächer, den brauchen wir nämlich überhaupt nicht. Und ansonsten können wir das himmlische Zeug, können wir natürlich nicht verkaufen. Weil das mit einer Magie gebunden ist und so. Und ich würde sagen, wir brechen jetzt einfach mal auf zum Sternexpress, liebe Leute. Auf geht's. Und ich werde den Weg, glaube ich, entweder vorspulen oder cutten, damit ihr euch nicht langweilt. Also bis gleich, liebe Friends. Da wären wir. Alle einsteigen, bitte. Wow. Fortschrittliche Technologie. Das ist also der Sternexpress. Und, was meinst du? Ziemlich schick, oder? Ich würde ihn gerne noch etwas aufpeppen. Die Deko ist doch ein bisschen langweilig, meinst du nicht? Ich dachte an rosa Glitzersterne mit Goldfassung. Das ist ja doch wirklich phänomenal. Was meinst du? Ja. Hast du etwa kein Interesse an meinen tollen Einrichtungsideen? Du willst wohl einfach nur los, oder? Also gut, dann lass uns nicht länger rumlungern. Ich selbst will auch möglichst schnell zum Observatorium zurück, um zu sehen, was da los ist. Also dann und Abflug! Oh, verflippt, wir haben ein Problem. Ich dachte, mit einem himmlischen an Bord müsste er fliegen. Was da wohl los ist? Hey, aber du kannst vorhin ja auch nicht dieses Benefizit sehen, obwohl du ein Himmlischer bist, oder? Das ist also das Problem. Ich meine, es ist ja schon kaum zu glauben, dass Himmlische ihre Glorienschein und Flügel einfach so verlieren können, oder? Ja. Ja, den Ehrlichen fressen die Hunde. Aber wir sollten uns beeilen, da oben ist einiges los und der Allmächtige ist sicher nicht erfreut, wenn wir hier rumgammeln. Hallo, Mächtiger Allmächtiger? Hört ihr mich? Wir haben ja ein verpipptes Problem, könnt ihr uns vielleicht mal helfen? Komisch, vielleicht ist es zu beschäftigt, um uns zu bemerken. Also gut, Adrian, dann gehen wir so vor. Wir folgen der Straße bis zu diesem Sinsbrook. Dort helfen jede Menge Leute und verdienen so einen Haufen Benefizit. Der Allmächtige wird ganz schön Augen machen. Hm? Was machst du für ein Gesicht? Der Zündefunk ist bei dir wohl nicht übergesprungen. Ich hab echt gehabt, ihr habt das so beschlossen. Also wird's auch gemacht. Los, pack deine 6 Sachen. 7 Sachen. Okay, wir können dieses Ding also nicht zum Fliegen bringen. Wow. Ich betätige irgendeinen Schalter und es bringt nichts. So, dann auf nach Sinsburg, würde ich sagen, liebe Freunde. Der Pass ist ja jetzt frei, wie wir sehen. Und jetzt können wir hier durchgehen. Das sieht doch schon mal ganz super aus. Hier sind auch neue Monster, rote Schleime. Die ein Stück stärker sind wahrscheinlich. Eine Schleimette nähert sich. Die sind auch deutlich stärker, wie man sieht. Und ich habe kurz was getrunken. Mist. Ach, ich habe mega Durst. Ich habe auch Hunger. Ich glaube, ich werde nach dem Part mir erstmal was zum Essen gönnen. Ja, wir versuchen erstmal Sinsbrook zu erreichen, bevor wir den Part wieder abdrehen, würde ich sagen. Was ist das denn? Ein Hämmerling. Oh, wie süß. Putz. Lol. Der wollte einen kritischen Angriff machen. Das hat aber verkackt. Weil er Noob ist. So, 20 Gold, 20 Geld. Erfahrung meine ich. Erstmal jedes Monster angreifen. Ein Pestpilz. Putz! Aber die können wir nicht one-hitten. Krass, die sind gut stark. Entschuldigung. Boah, die geben ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und da lässt was übrig. Ein Heilkraut, natürlich. So. Folgen jetzt einfach mal diesen Weg hier. Wir sehen hier oben auf der Karte, wo es lang geht. Da sehen wir ja dieses schöne Schlosssymbol. Und da ist dann auch... Ah, hier kann man Gegenstände sammeln. Und zwar Coagulants. Ich habe keine Ahnung, was die bringen. Wir nehmen sie einfach mit. Man kann sie ja verkaufen. Geben wir ein bisschen Geld. Und da wären wir schon in der großen Stadt. Alter Falter. Ja, ich...
bin erstaunt. Die haben ja auch schon im Intro gesehen, die Stadt. By the way, das Intro war mega geil. Hey, Tegla, alles klar? Du bist doch nicht etwas nervös, oder? Ich fürchte schon. Wie soll denn ein so junges Mädchen wie ich eine derart große und bedeutende Herberge übernehmen? Und alle anderen werden sich genau das gleiche fragen. Kann schon sein, aber ich verlasse mich auf meine Instinkte. Und du sollst das auch tun. Du kannst es wirklich schaffen, Tegla. Wirklich, mach dir keine Sorgen. Wenn du meinst. Und jetzt stelle ich dir deine neuen Kollegen vor. Hey Leute, ich bin zurück und ich habe einen leichten hellen Hoffnungsschimmer mitgebracht. Och Mann. Das wird bestimmt lustig. Los, folgen wir ihnen, um zu sehen, wie Tegla sich hält. An der Stelle tut mir leid, wenn ich die Stimmen nicht immer treffe, aber... Naja, ist auch schwierig, so viele weibliche Stimmen. Also wirklich, Hilda, was hast du dir dabei bloß gedacht? Soll dieses kleine Mädchen einfach die Herberge führen? Willst du den Laden vielleicht endgültig beerdigen? Jetzt beruhig doch, Resi. Ich habe doch nicht irgendein Mädchen von der Straße aufgegabelt, um den Laden zu schmeißen. Tegla sieht vielleicht nicht nach viel aus, aber das Gastgewerbe liegt dir im Blut. Sie bringt die Bude wieder auf Vordermann. Hast du sowas nicht auch gesagt, als du mich hier angehört hast? Und hast du nicht auch gesagt, du ziehst los, um den Kerl zu finden, der diesen Laden ganz gewiss von dem Ruin rettet? Tut mir leid, aber ich bin nicht allzu sehr davon überzeugt, dass es sich bei ihr um diesen Kerl handelt. Aber so gebt mir doch wenigstens eine Chance. Ihr werdet niemals finden, der härter arbeitet als ich. Und ich habe alles über die Herbergsführung von meinem Vater gelernt. Du bist also die Tochter eines Herbergswirts. Jetzt bist du hier, um deinen Papa stolz zu machen, wie? Das ist ja sehr ehrenhaft. Aber zum Führen einer Herberge gehört schon mehr, als nur aufzutauchen und viel zu sprechen. Und du kannst viel darüber erzählen, was dein Papa dir alles beigebracht hat. Wir kennen ihn ja nicht mal. Aha, eine Herausforderung. Darauf haben wir gewartet. Zeig ihn ihr, Süße. Was soll ich ihr zeigen? Ach, den hier? Tegla holt den Herbie raus. Das klingt falsch. Ein bisschen. Moment, diese Sophie, ist das etwa... Ganz genau, der Herbie für herausragende Herbergsleute. Verliehen von König Bartus höchst selbst. Und? Hegst du jetzt immer noch Zweifel an seinen Fähigkeiten? Und in Tegla hier fließt das gleiche Blut. Nicht übel, oder? Die Tochter des Herrn der Herbergen, das ist unglaublich. Ach, schon gut, kein Grund, Kratzfüße zu machen oder so. Hello my friends, I'm out here from the Ausland. Es ist wirklich erstaunlich, ich weiß, dieses Ja. Rastender Recke, nicer Name, so. Hallo, Hilda und Tegla. Oh Adrian, ihr habt euer Versprechen gehalten und besucht uns, und das jetzt schon. Aber wir sind leider selbst gerade erst angekommen, wir können auch gar keine Gäste bewirten. Nur die Ruhe, süße Adrian möchte bestimmt nicht lange bleiben. Ihr seid doch hier, weil ihr euch Sorgen um Tegla macht, oder? Ihr wollt sicher sehen, wie es ihr geht, nicht wahr? Und ihr würdet nur zu gerne helfen, aber ihr steht leider rein gar nicht von der Herbergs zum... so ungefähr. Und was wäre nun, wenn ihr da wirklich etwas gäbe, bei dem ihr aushelfen könntet? Oh, Hilda, was redet ihr denn da? Also, soweit ich es beurteilen kann, hat Adrian ja ein Talent dafür, allen möglichen Leuten zu begegnen. Wenn er also ein bisschen die Werbetrommel für uns rühren könnte, hätten wir bald die Hütte voll. Hilda, um so etwas können wir Adrian doch nicht bitten. Die Herberg hat doch nichts mit ihm zu tun. Tja, es ist natürlich auch ein Talent, die Leute dazu zu bringen, einem zu helfen. Sie so gut, dass du dieses Talent hast. Wenn Adrian nichts Besseres zu tun hat, dann nimm doch einfach seine Hilfe an. Du kannst sie gebrauchen. Da habt ihr vielleicht recht. Würdet ihr uns helfen, Adrian? Aber natürlich, Ladies. Ich helfe euch doch immer gern. Es stimmt schon. Es ist mir schon oft aufgefallen, dass ihr die Leute magisch anzieht. Ich danke euch, Adrian. Das weiß ich wirklich zu würdigen. Kein Problem. Keine Sorge. Ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part. Wenn es euch gefallen hat, dann... Schreibt in die Kommentare, lasst eine positive Bewertung da und... Mann, dieses Let's Play ist geil. Ich gönne jetzt erstmal was zum Essen. Wir sehen uns im nächsten Part, wie wir die Leute dann bewerben werden. Im nächsten Part sehen wir uns auch die Stadt dann an. Aber jetzt erstmal, ciao und haut rein, Leute. Tschüss.